PSN-Guthaben, neue PlayStation-Spiele, neue PC-Spiele, neue Games, neue Codes, alles Mögliche auf ineba.com. Meine Partnerseite seit über einem halben Jahr und ich kann euch nur sagen, so viele Leute wie hier schon Geld gespart haben, es ist unglaublich. Ich selbst kaufe mit meinem Code Chappy selber meine Produkte, die ich für die PlayStation brauche, PSN-Guthaben und feiere es jedes Mal aufs Neue. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Als allererstes muss ich eins wirklich loswerden. Und das ist jetzt von tiefsten Chappy-Herzen. Wir haben einfach in 4,5 Tagen fast 500 Abonnenten dazu gewonnen. Ich kenne riesige Kanäle mit 500.000 Abonnenten, die kriegen das am Tag nicht hin. Das ist, und das hat nichts mit dem Content zu tun, sondern es ist einfach cooler Support, wenn ihr auf den Like-Button drückt, was ihr jetzt machen könnt, weil es wird ein cooles Video für alle von euch. Wenn ihr irgendwie das Video teilt, wenn ihr es Freunden empfiehlt, dann lohnt sich das einfach. Der Algorithmus springt darauf an, der Kanal bekommt mehr Zuwachs, mehr Leute sehen den Content, den ich mache, und dafür von Herzen vielen, vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich für mich und ich freue mich riesig drüber und ich weiß, ich mache manchmal anderen Content als andere Leute. Ich habe meine Eigenarten, damit muss jeder leben, der mir folgt. Ich finde das so gut. Manchmal übertreibe ich es nicht, aber insgesamt mache ich es einfach nur, weil es Spaß bringt und weil ich anderen Spaß bringen möchte. Und das auf jeden Fall vorab. Vielen, vielen Dank für den Support, Leute. Heute, ich habe euch das ja in der Beta schon versprochen. Ich werde ein Review-Video machen und nicht am ersten oder zweiten Tag, wenn das Spiel draußen ist, sondern ich werde 1 oder 2 Wochen warten. Ich habe jetzt 2 Wochen darauf gewartet. Ich werde euch heute ganz genau erklären, warum ich Punkt A, B und C so sehe, und ich werde Lösungsvorschläge anbieten. Und ich möchte nur eins: Jeder von euch darf seine eigene Meinung haben und dieses Video soll zum Diskutieren anregen. Wenn ihr eine andere Meinung habt als ich, wenn ich sage, das ist das beste Spiel der Welt und ihr sagt, das ist das schlechteste Spiel der Welt, dann ist eure Meinung und das ist auch in Ordnung. Aber beleidigt nicht andere Leute in den Kommentaren, die eine andere Meinung haben als ihr. Ansonsten muss ich euch da raussperren. Das ist dann nervig, dann könnt ihr nicht mehr kommentieren, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Also schreibt ruhig in die Kommentare, was haltet ihr von den Punkten, die ich nenne, von den Lösungsvorschlägen, damit wir mal gucken, was eure Sicht der Dinge ist. Ich habe jetzt auf Leute wie Haptic gewartet, auf die Pro-Gamer wie Scump, Dashy, Formel, auf amerikanische YouTuber, Exclusive Ace, Drifter, und die haben alle unisono der Meinung, dass sie Modern Warfare aktuell weder genießen können, noch dass sie es spielen wollen. Dashy ist sogar so weit gewesen bei Revoke Gaming, der lädt immer so Gameplays oder Scrims von den Twitch-Kanälen hoch. Da gibt es so ein Video, das ist 3 Tage alt jetzt, das habe ich euch mal unten verlinkt, ihr könnt ihr mal raufgucken, wenn ihr wollt. Dashy ist da komplett am Ausrasten, weil ihn das Spiel so nervt. Die Spawns in Hardpoints waren schlecht, er kann Hardpoint in Public nicht spielen und und. Ich möchte euch heute erklären, warum ich Modern Warfare aktuell einfach als unglaublich schlecht empfinde. Und vielleicht können das einige, wenn ich das so detailliert erkläre, auch nachvollziehen. Und ganz wichtig, ich gebe Lösungsvorschläge dazu. Das allererste, was meiner Meinung nach wirklich schlecht ist, ist die Sichtbarkeit der Gegner. Die Charakter Visibility auf Englisch, also die Sichtbarkeit der einzelnen Spieler auf der Karte, ist extrem schlecht. Das liegt an dem Farbspektrum, was man genutzt hat, um eben einen realistischen Tör reinzubringen. Die Farbgestaltung finde ich insgesamt viel, viel besser als bei WW2. Bei WW2 war ihnen auch ein bisschen die Hände geboren. Es war nun mal ein Shooter, der im Zweiten Weltkrieg spielen sollte, und da kann ich verstehen, dass man da keine bunten Farben nimmt. Es geht mir nicht darum, dass jeder Charakter rot-gelb-grün aussehen soll, wie Battery, diese pinke in Black Ops 4. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber es ist, gerade wenn ich draußen stehe, unmöglich für mich, und ich habe keine Augenschwäche, das weiß ich Gott sei Dank, und andere haben das ja auch schon so gesehen, es ist unmöglich, einen Gegner in einem Fenster zum Beispiel zu sehen oder in einem dunklen Raum, wenn ich von draußen rauslaufe. Das soll wieder diesen Realismus-Turn haben, aber zum einen haben wir keinen Realismus, zum anderen würde ich dagegen führen, es ist ja auch im richtigen Leben nicht so, dass mein Auge 30 Minuten braucht, um sich an die Helligkeit oder Dunkelheit zu gewöhnen. Mein Vorschlag zu dem Ganzen wäre, dass man die Sichtbarkeit in Gebäuden drastisch hochsetzt und einfach die Spielercharaktere etwas heller macht. Nicht bunter, sondern einfach heller, dass sie ein bisschen mehr von der Map zu erkennen sind. Manchmal sehe ich nur die Namenstags und schieße in die Richtung, in der Hoffnung, dass der Gegner irgendwo da ist.
Das ist für mich im Prinzip eines der größten Dinge, weil es einfach so sehr anstrengend ist zu spielen. Das zweite, was unbedingt geändert werden muss, und da sitzen sie ja schon dran, sind die Footsteps. Die Footsteps sind unglaublich laut. Und ich finde, wenn man im Vollsprint auf den Gegner zurennt und der irgendwo eine Campy-Position hat, irgendwo einen Hardpoint hält, dann soll es in Ordnung sein, wenn man sprintet, dass man dann laut ist. Wenn man sowas wie Totenstille nicht aktiviert hat. Einfach, das ist zum einen realistisch und es soll einen Nachteil geben, dass man eben diese erhöhte Geschwindigkeit hat. Wenn man aber Crouchwalkt, das heißt man kriecht oder man kniet und läuft ganz langsam, dann finde ich, sollte man dafür, dass man eben die Beweglichkeit einboost, auch einen Konter sozusagen haben. Und dieser Konter ist in dem Fall ja relativ einfach und zwar, man ist nicht mehr laut. Die Fußschritte aktuell, egal ob man kniet oder schnell läuft oder langsam läuft, sind unglaublich laut. Man hört es auf 40, 45, 50 Meter. Totenstille ist derzeit kein Perk, sondern eine Feldaufrüstung, die nur temporär nutzbar ist. Das sorgt dafür, dass ganz viele Leute sich nicht trauen, sich zu bewegen, weil sie genau hören, wie laut sie sind. Das Ganze könnte schon ganz einfach verbessert werden, wenn man Totenstille nicht mehr als Feldaufrüstung nimmt, sondern als Perk. Denn sagen mit Sicherheit welche, ja, Kategorie 1, 2, 3, einfach in die erste, da würde man dann überlegen müssen, ob das eben mit Flag Jacket, also mit Kugelweste, was man haben möchte. Möchte man eher vor Claymores geschützt sein, die hoffentlich demnächst etwas schwächer gemacht werden, oder möchte man eher ganz leise sein? Die Fußschritte insgesamt sollten auf jeden Fall auch locker 20-30% reduziert werden. In jedem COD war es bisher so, dass man Fußschritte hören kann. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wenn ich das Perk Totenstille habe und die Möglichkeit habe, leise zu laufen damit. Und wenn man jetzt das Perk Totenstille sozusagen reinfixt, dann hat man ja bei den Feldaufrüstungen eins weniger. Was ihr manchmal ja seht, wenn ihr Totenstille aktiviert, der FOV-Slider, das heißt Field of View, wie ihr sehen könnt, verschärft sich, ihr könnt viel besser sehen, ihr lauft etwas schneller. Wenn man dazu die Feldaufrüstung noch so ändert, dass man zum Beispiel, wenn man Totenstille aktiviert, man muss es dann anders nennen, einfach besseres Waffenhandling hat für ein paar Sekunden, wie es dieses eine Perk in WW2, glaube ich, gab, da konnte man sich so eine Spritze setzen, wo man vielleicht kurzzeitig schneller nachlädt, schneller ziehen kann, schneller aus dem Sprint schießen kann. Hätte man eine nagelneue Feldaufrüstung, die wirklich für Rusher geeignet wäre, man hätte trotzdem die Möglichkeit, Totenstille als Perk zu nutzen und jeder müsste seinen Spielstil dementsprechend dann anpassen, was er haben möchte. Das würde mir als eher aggressiver Spieler definitiv schon helfen und ist einer der Hauptgründe, warum auch viele Leute das Spiel aktuell nicht genießen können. Das ist nämlich der eine der Gründe, warum dieses Campen in diesem Spiel so extrem ist, weil jeder Fußschritt im Prinzip einen verrät. Und selbst wenn ich mich wirklich wenig bewege und gar nicht bewege, sobald ein Teammate an mir vorbeiläuft, ist der so laut, dass ich gehört werde, beziehungsweise die Gegner kommen in die Nähe und bei der Time to Kill, die wir haben, ist es einfach unglaublich, wie schnell man dann stirbt. Das wäre ein Vorschlag, den ich noch dazu hätte. Das dritte, und das ist, ich kann es gar nicht nachvollziehen, warum das so ist, uns fehlen unglaublich viele Maps, die im Prinzip wieder Remakes sind, wo ich kein großer Fan von bin, aber die einen klassischen COD-Stil haben. Einige, habe ich in Kommentaren gesehen, haben geschrieben, dass es für die ja einfach jetzt mal ein neues Element ist, nicht mehr diese Freelane-Maps, das heißt rechts, links, geradeaus und man muss sich einen Weg suchen, sondern Piccadilly Circus als, glaube ich, schlechteste COD-Map aller Zeiten, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Spawns funktionieren nicht, das ist ein Thema, das ist immer in dem COD am Anfang, das wird sich immer nach ein paar Tagen, Wochen regeln, unter normalen Umständen. Aber was hier halt wirklich ist, die Maps sind so verwinkelt, es gibt 3, 4, 5, 6 Ebenen. Es gibt Fenster, es gibt Türen, die Türen muss man auftreten, die Türen sind laut, man kann die Fenster von oben, von unten. Es gibt zu viele Ebenen, die begehbar sind, was dafür sorgt, dass zusammen mit den lauten Fußschritten die Leute Angst haben, sich großartig zu bewegen. Dazu kommt dann einfach die Tatsache, dass wir keine einzige Remake-Map bisher hier drin haben. Einfach schon mal, um zu vergleichen, wie so eine klassische Map funktioniert. Jetzt, ihr habt das ja mit Sicherheit bei einigen Jungs gesehen, Mantel D hat dann auch ein Video drüber gemacht, es sollen 10 neue Maps kommen, davon glaube ich nur 2 für 6 gegen 6, der Rest für Bodenkrieg und was ist das andere? Ich muss gerade überlegen, das andere ist glaube ich für 2 gegen 2. Rust soll dazu kommen, Shipment, das soll jetzt Cargo heißen. So alte Maps, die man kennt, gerade sowas wie Cargo, was einfach schnell ist, wo man extrem oft in Gunfights ist, wo man oft stirbt, was aber einfach Fun ist, so ein bisschen wie Nuketown im Prinzip.
Da bin ich gespannt, wie sie das Ganze mit erhöhtem Geschwindigkeitsspeed dann spielt, denn ich finde insgesamt ist das Movement, was man hat, einfach etwas zu langsam. Es müsste schneller sein. Ich bin wirklich nicht glücklich darüber. Und wenn diese Maps da reinkommen und die Minimap, die ja angeblich jetzt noch geändert wird, so wird, wie sie vorher ist, das heißt, sobald ich schieße, dass es auch angezeigt wird, dann haben die Leute wieder Grund, sich zu bewegen, weil sie wissen, ich habe geschossen, ohne Schalldämpfer zum Beispiel, auf der Karte werde ich angezeigt, ich muss mich bewegen. Das Spiel hat Potenzial, aber aktuell, so wie es ist, und das lese ich überall, bin ich der Auffassung, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nach Release das schlechteste COD bisher ist. Wirklich mit Abstand. Ich bin gespannt, ob sie diese Änderungen, die sie bis Ende November versprochen haben. Ich hoffe es wirklich. Ich werde euch trotzdem bis dahin erstmal mit Content beliefern. Sollte dieses Update nicht kommen oder sollte dieses Update wirklich schlecht sein, werde ich wirklich was anderes hochladen, aus dem einfachen Grund, dass ich das Spiel so wie es aktuell ist nicht genießen kann. Ich hoffe, ihr könnt meine Punkte verstehen. Ich hoffe, ihr seht das vielleicht ähnlich. Ihr könnt es auch anders sehen. Dann schreibt es in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Ich bin raus. Haut rein.